Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Echo hier auf Microhazard TV. Mit dabei heute natürlich bei mir hier dem Eisschwecker ist natürlich wie immer der Heiko. Hallo. Obwohl wie immer stimmt ja eigentlich gar Genau, nicht. den hatte ich auch gerade. Denn immer ist der Heiko ja gar nicht dabei. Oh, die Nee, Schraubenproduktion einzige ist Mal. blockiert. Ach nee, das ist jetzt die Fräsenproduktion, die jetzt blockiert ist. Okay, da fehlen noch 20 Schrauben. Ja, schön. 20 Schrauben fehlen für die Fräsenproduktion. Guck mal, jetzt laufen schon zwei Tische dann gleichzeitig, die dann insgesamt dann schon 150 Watt hier wegziehen würden. Und dann lassen wir die Fräse auch noch laufen, weil ich dann Zahnräder auch noch brauche. Dann brauche ich die zwei Windmühlen oben auf dem Dach. Ja, dann auf jeden Fall. So. Wie viele Eisenbahnen sind da unten schon wieder fertig? Dass das hier weiterläuft. Oh, 13. Schieben wir mal ins Lager nach oben. Oh, 14, okay. Vor allem, ich steige jetzt auch wieder im Schmelzenskill weiter auf, Heiko. Wäre schön, wenn ich da endlich mal eine Stufe wieder hätte. Vor allem, wenn ich das Level jetzt habe, wenn ich Level 6 erreicht habe, habe ich einen Talent Choice, Heiko. Im Schmelzen, oder was? Ja. Ich verstehe das trotzdem nicht so ein bisschen. Glaubst du das? Diese Wenn Talentdinger hier verdoppelt die Geschwindigkeit zusammenhängenden Herstellungstischen, wenn sie allein stehen. Check ich trotzdem nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht ganz. Weil ich meine, zusammenhängende Herstellungstische, die können doch gar nicht Ja. alleine stehen, oder? Weiß nicht. Oder meint er jetzt sowas wie zum Beispiel jetzt hier die, weiß ich nicht, die Spindelpresse und die Drehmaschine, wenn ich die jetzt in einen separaten Raum oder in einen separaten Haus stellen würde, dass die dann schneller arbeiten würden? Das probiere ich aus. Ich habe noch Lamba und Glas da, um eine Trennwand reinzuziehen in der Mitte, Heiko. Für eine Trennwand reicht es, glaub mir. Ich frage, ob der Raum noch groß genug ist. Ist er. Der ist ja vorbereitet schon für die Fräse und für die Fertigungsstraße, Heiko. Ja. Also rein platztechnisch haben wir hier ja viel vorbereitet. Ich kann ja alle Tische, die ich da produzieren kann, hier reinstellen. Noch ein paar mehr Holzdinger. Wie viele fehlen? 3, 4, 4. Fahrt sie ein Brick wiegt 1 Kilo. Okay. 3. So, jetzt wäre Ja, das hier warte ins. mal, nee, Quatsch. Ein Brick wiegt 10 Kilo. So, jetzt haben Ein wir es mal. Brick 10 Kilo. Was ist das für ein riesen Ziegelstein? Ja, das weiß ich auch nicht. Weil Ziegelsteine sind schwer, okay, aber 10 Kilo ein Ziegel glaube ich nicht. Also im Ja, wahren ich. Leben glaube ich das Also, nicht. nee, war Leo, auf keinen Fall. Ich habe hier nämlich jetzt 600 Kilo im Karren und 60 Bricks. So, Status des Raums 105 Kubik, genau. So, wenn ich jetzt, na, die läuft gerade, dann nehme ich mal die Spindelpresse, weil die steht ja eh gerade. Die braucht noch, muss ich merken, 12 Eisenplatten. Die breche ich jetzt ab. So, dann nehme ich die mal jetzt hier weg, die Spindelpresse, und stelle die mal hier rüber. So, du bist jetzt ein separater Raum. Nö, 2 Minuten 15 steht da trotzdem. Deswegen nicht schneller. Steht trotzdem 2 Minuten 15 da. Ich kann ja mal Repair All Rooms Befehl machen. Vielleicht, ne? Dass er das erst erkennen muss, dass er so richtig da separat steht oder was? Keine Ahnung. Oder ich müsste jetzt den Mechanikertisch auch noch rausnehmen. Aber nee, kann ja nicht sein, weil dann müsste trotzdem die Spindelpresse, die steht ja alleine. Oh, hi Heiko. Hallo. Nee, das macht keinen Unterschied. Na gut, dann kann ich sie wieder hinschauen, wo sie vorher stand. Ja. Wenn sie jetzt tatsächlich Unterschied gemacht hätte, was hätte sie dann gemacht? Dann hätte ich versucht, innerhalb des Hauses einzelne Räume zu machen und die da reinzustellen. Entsprechend. So, 12 Eisenplatten müssen noch wieder
in Auftrag gegeben werden. Die übrigens 27 Minuten dann dauern, Heiko. Okay. Warum brauche ich denn jetzt für die 12 noch 33 Eisenbarren? Waren es vorhin nicht weniger? Oder es war noch einer drin, kann auch sein. Wo hast du das ganze Stein? Was denn für Stein? Was du loswerden wolltest? Nee, hier ist aktuell nichts zum Loswerden. Achso, okay. Das habe ich gerade weggefahren, die eine Wagenladung. Da bin ich gerade von zurückgekommen. Die hatte ich gerade jetzt gewusst, dass du mir die wegfahren willst, hätte ich das ja nicht gemacht, aber. Nee, ich bin eigentlich nur gekommen, um die Bricks zu bringen. Finde ich auch sehr schön. Kann ich nicht mal meinen Fußboden umbauen und hat dann wieder mehr Lammer zur Verfügung. So. Wie findest du die Hütte hier? Ja, noch ganz schick. Schön die Truhe in der Mitte. Kommen alle ran. Oh, 6 Goldbarren. Die lässt du mal schön da drin. Hier wird kein Gold geklaut. So, das ist die. Hier kann ich dich zwar nicht töten, aber bei Medile kann ich dann wieder töten. Und zwar jedes Mal. Roll um die Uhr. Oh Mann, ey. Da brauche ich noch richtig viele Eisenbahnen. Ja. So, ich gehe mal in den Keller. Da müssen schon wieder welche fertig sein. Schauen wir mal, wie viele wir hier schon wieder haben. Was? 8 erst? Kann ich mal ein bisschen schneller arbeiten? Achso, nee, Entschuldigung, ich habe die anderen 14, die ich schon hochgeschoben habe, noch gar nicht rübergeschoben. Das heißt, es sind schon 22. Also in dem Punkt ist Satisfactory tatsächlich besser. Du kannst sehen, bei Satisfactory kannst du Sachen übertakten. Ja gut, aber hätte das nicht zur Folge, dass die kaputt gehen vielleicht? Hm. Keine Ahnung. Also im Moment ziehen die damit nur mehr Strom. Achso, okay. Andere Unterschied macht das nicht. Gut, Drehmaschine hat das volle Material. Ja. Und Spindel. Was glaubst du, wie schwer es ist bei Satisfactory, den richtigen Takt herauszufinden? Ja, das glaube ich. Damit alles durchgehend läuft, damit du möglichst wenig Verluste hast. Das nennt man Mikromanagement. Ja. Wir waren jetzt dran, wir waren überlegen, was übertakten wir jetzt. Ne? Wir haben eine komplett neue Halle gebaut da. Ja. Von Schmelze, Constructor bis zum Manufaktor. Alles durch, am Ende Lager, ne? Und alles nur für den Weltraumlift. Und da sind wir jetzt gerade dran, wie wir das am besten hinkriegen, damit wir möglichst schnell produzieren. Okay. Du musst natürlich das Langsamste zuerst machen, von dem du am meisten brauchst. Okay, also, habe ich nur eine Frage zu. Ja. Hat das Spiel irgendein Ziel? Also mit dem, was ihr da alles produziert, was könnt ihr damit denn überhaupt machen am Ende, mit dem ganzen Stahl und so weiter? Ihr könnt das Ding weiter ausbauen, ja gut, aber die ganze Anlage, aber was könnt ihr dadurch irgendwie, wie sind die Fahrzeuge, ein Raumschiff, was weiß ich was, irgendwas... Also ich meine, Fahrzeuge bekommen wir ja. Ja. Also wir haben ja jetzt schon, ein Fahrzeug haben wir schon freigestellt, so ein LKW, ne? Ja. Der quasi eine Werkbank mit drin hat und so. Es soll jetzt halt mit Ende April soll jetzt halt so ein Update kommen, da sind Züge auch mit drin. Ende Mai. Mhm. Dann hast du auch einen Zug, mit dem du transportieren kannst. Ja. Wobei wir aktuell uns nicht sicher sind, wofür man überhaupt einen Zug bräuchte. Zum Transport. Ja, das macht bloß wenig Sinn bei uns. Weil wir tatsächlich alle Förderbänder, wir bauen einen Miner, ziehen die Förderbänder alle zu unserer Basis und verarbeiten das alles dort, ne? Ja gut, ja. So, Karren. Aber dann brauchst du da keine Förderbänder, kannst du stattdessen halt einen Zug bauen. So, da ist der Meteorit. 32 Tage, 1 Stunde, 33 Minuten. Ja, wir haben den zwischendurch runtergefahren, den Server, deswegen, also nicht wundern, denkt so, Moment, wir sind schon eine Woche weiter, es sind immer noch 32 Tage. Wir fahren den Server währenddessen zwischendurch runter, ja, weil ansonsten würden wir das, glaube ich, hier nicht hinkriegen. Nee, ich glaube auch nicht. So, für die Fräsmaschine brauche ich noch 11 Eisenplatten und 17 Schrauben, sagt er mir gerade. Okay, ich gucke mal, ob ich hier irgendjemand ein Tier finde, was ich jagen kann. Ist in Arbeit, die Fräsmaschine. Und wenn ich die habe, kann ich Boiler herstellen. Yeah! Mit dem Boiler kannst du was machen? Und wenn ich dann auch noch 4 Boiler, 9 Zahnräder, 14 Eisenplatten, 14 Schrauben und 9 Kolben hergestellt habe, kann ich eine tragbare Dampfmaschine herstellen. Ah. Wenn ich die habe, brauche ich nochmal 9 Schrauben, nochmal 9 Zahnräder und 9 Eisenbarren und dann kann ich eine Fertigungsstraße herstellen. Oh. Und dann das ist so viel Eisen, an der Fertigungsstraße kann ich dann einen Hochofen herstellen. Boah, das ist so viel Eisen, ne? Falls ich nicht dafür nochmal irgendwas wieder brauche.
Kann ja sein, dass die Fertigungsstraße dann nochmal wieder irgendeinen Tisch herstellt oder so nochmal, den ich dann wieder brauche, um diesen Hochofen nochmal oder also der, also nicht direkt, aber indirekt brauche, weißt du? Also hier ist ja auch, die Spindelpresse brauche ich ja indirekt, weil die Material herstellt, die ich dafür brauche. Ja. Und ja, na, ich lasse uns überraschen. Dann Bis schauen wir es dahin mal brauchen wir unseren. erstmal noch mehr Eisen. So, da unten aber das Schlackenlager schon relativ, so blöd das klingt, schon wieder im Prinzip am Limit ist. Wenn der hier fertig ist zumindest, ist das so. Also es kommen noch, warte mal, 36. Jetzt kommen noch 44 Barren raus, Heiko. 8 liegen schon da, 44 kommen noch, also ja, 52 habe ich dann noch. Aber die, ja gut, aber die laufen ja auch noch größtenteils da jetzt noch rein. Ja. Für die Fräse erstmal. So, guckt mal, Schlackelager. Ist schon gut halb voll schon wieder und da kommt noch ein bisschen was, wie gesagt. Würde ich ja erstmal ein bisschen Fleisch verarbeiten. Ich schnapp mir meine Pickaxe. Meine heißgeliebte Pickaxe. Es gibt noch schön 50 Fleisch, dann habe ich noch. Davon habe ich noch Denk ein. daran, wenn du hier Dings machen kannst, ne? Die Trophäen. Ja. Von, was war das? Hirsche? Nee. Ja, Hirsch. Oh, die war Pitti, war das, glaube ich. Du hast ja dann noch irgendwas anderes. Das sind die war Pitti. Ich glaube, ich habe davon auch noch einen, ne? Kannst du auch gerne gezielt jagen? Ich habe doch noch eine Trophäe über. Bei Pity oder was? Nehme ich dir ab, so ist es nicht. Je mehr Punkte, desto besser. Ja. Ja, es tut mir leid, ich muss euch schon wieder zeigen, wie ich auf Stein einschlage, aber ich brauche mehr Platz für Schlacke. Wieder mal. Wieder mal mehr Platz für Schlacke. Schön, wie auch schon wieder ein Haufen Eisenbarren hier vorkommen. Eisenblöcke. Wäre schön, wenn die Eisenbarren einfach so vorkommen würden. Aber ihr seht ja hier, da ist ein Eisen, da ist ein Eisenblock. Kann ich ja einen ganzen Stack voll machen mit dem, was hier schon wieder an Eisenblöcken ist. Bekommst du jetzt mehr Skillpunkte? Ja. Gut, weil ich habe gerade den Dings bei dir im Rathaus platziert. Sehr schön. Jetzt kriege ich 24,3 fürs Haus. Dankeschön. Muss nur mal gucken, ob ich irgendwann vielleicht noch woanders hinhänge, aber vielleicht woanders mehr bringt, aber. Das Problem ist, du musst halt zwei Blöcke über dem frei haben, weil das Geweih so riesig ist. Okay. Du kannst, ja, also ich habe es bei dir jetzt quasi auf den Boden gesetzt, damit es passt. Ja, du hast in der Küche gesessen, sehe ich gerade. Ist auch nur die Küche, weil der Eisschrank drin ist, deswegen ist es die Küche offiziell, aber. Sehe gerade Eisbeckens Elk-Monument, deswegen. Die Bison-Trophäe, die ist im Badezimmer. Die hängt ja über dem Klo. Badezimmer, ey. Ja, im Flur direkt. Im Flur halt. Warte mal, Ja. komme ich von hier an das Erstlager da oben ran? Nein, schade. Aber von hier aus komme ich da ran. Auch nicht. Ist echt hier rüberlatschen extra. Passt das noch rein? Ja, sehr gut. Habe ich mit dem 20er Stack jetzt mit dem Erz gleich hier unten gelassen, gleich wieder ins Erstlager geschmissen, wo es hingehört. Da. Aber es ist schön zu sehen, dass der Schmelzen-Skill sich immer weiter in Richtung ich hab's bald nach dem Motto bewegt. Weil du brichst den Auftrag dann nicht ab und machst den nochmal neu. Wenn er voll sein sollte, dann breche ich ab und mache neu, ja. Aber er ist noch nicht voll. Also, Hallo. so weit ist er und doch noch nicht. Leider. Ah, wenn ich froh, dass das hier größtenteils Sandstein ist, ey. Da lässt sich wesentlich schnell ein neues Schlackelager ausheben. Ja. Dann heißt es trotzdem eigentlich testen und gucken, ob denn hier Level up. Umweltverschmutzung. Hier Umweltverschmutzung entsteht. Ich hoffe ja Level up nicht. im Hunter. Da konntest du noch ein Level-Up haben. Ich dachte, du bist schon auf 7.
Nee, bei Battery bin ich auf 7, bei Hunting bin ich jetzt 4. Okay. Weil Ich du bekommst einfach bei dachte. Hunting, bekommst du nur fürs Jagen Skillpunkte. Ja, ist ja klar. Für was auch sonst. Also, glaubst nicht, wie oft ich hier mal wieder Eisen raushole, Heiko. Ich habe schon wieder ein ganzes Deck Eisenerz in der Hand. Ist doch gut. Ja, ist es. Klar. Wollte damit jetzt nicht sagen, dass es nicht gut ist. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 mal 5. Umrandung habe ich erstmal. Und jetzt heißt es freischlagen. Achso, das Deck ist schon voll. Entschuldigung, gehe ja schon hoch. Bis zum Karren, der hier auf der einen Treppe steht. Mein Bogen ist kaputt. Aber ja, muss dann 9 machen. Hab kein Holz mehr. Warum eigentlich? Ich hatte doch eigentlich Holz unten im Lager, oder nicht? Nein, du hattest kein Holz im Lager. Oh ne, es war am anderen. Außenposten war es. Ich hatte nämlich Ja. nach, ja, du, wenn du dich erinnerst, ich hatte nach Holz gesucht, weil ich auch Holz haben wollte. Und Ja. keiner hatte Holz im Lager. Deswegen musste ich extra zu Nils rüber und ein paar Bäume fällen. Okay. Weil ich nämlich auch zwecks Reparatur von Sachen und vor allem zum Bau von Stockpiles nämlich auch Holz benötige. Gott, wie viele Eisenbahnen hier sind. In der Decke oben, in der nächsten Ebene sind schon wieder einige drin. So. Na, der Karren mit dem nächsten Stack könnte ja voll sein. Nils, sein Karren, der hier rumsteht. Ja, ist ja gar nicht, das ist ja mein Karren, der hier rumsteht. So. Da ist noch ein Eisenerzblock im Boden. Und da ist noch mal einer in der Wand. So. So, ich brauche erstmal 1, 2, Das 3, war jetzt ein Baum fällen. 4, 5, 6 Mal Granitziegel, um die Löcher wieder zu stopfen, die ich hier gemacht habe. Ich mag aber nicht so Löcher produzieren. So, schieben wir mal wieder ein bisschen was nach oben. So ein bisschen Sandstein, so ein paar Stacks. Sind ja bloß 7 Stacks wieder. Nur. 2 Stacks Eisenerz. Können wir mal gleich mal umlagern, dass das Lager hier unten wieder voll ist. So. So, 19 Barren werden schon wieder hier. Die schiebe ich mal hoch. Dass die da oben Schrauben und Platten weitermachen können. Ja. Weil wie wir gesehen haben, brauchen die eine Weile, um das zu verarbeiten. Ja. Und nicht nur wenig. Auch ein bisschen. Aber Spindelpresse hat das volle Material. Spindelpresse, Drehmaschine. Also für die Schrauben ist alles da. Für die Platten Okay. fehlen noch 8 Barren. Für die Platten. Ich kriege ja gerade in zwei Sachen Skills, ne? Einmal in Mechanik und einmal in Schmelzen, Heiko. Weil ich schmelze Barren und tu gleichzeitig nach oben Schrauben und Platten herstellen. Ja, stimmt. Ich habe im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht die ganze Technik gemacht habe. Hast du letzte Mal ja auch schon gemacht gehabt. Ja. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich zum Auffüllen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal brauche ich 6 Mal. Ich werde viel noch mehr brauchen, aber aktuell brauche ich 6 Ziegel zum Auffüllen. Nicht ganz nach oben latschen, weil ich wieder keinen Stack hier unten habe. Weil sonst habe ich mir immer schon einen Stack mit nach unten genommen und habe den dann in dem Karren unten einfach gelagert. Ja. Dann können wir auch noch die von Heiko gelieferten Bricks verarbeiten in dem Boden, dass wir auch mehr Lumber rauskriegen. Aber das machen wir alles erst in den nächsten Folgen wieder, denn diese Folge ist schon wieder seit ein paar Minuten zu Ende. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.